Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Software Inc. Wir sind sehr erfolgreich und ich habe gerade nochmal kurz beim Manufacturing nochmal ein bisschen hier und da abgeändert. Und wir sehen hier bei Soundbook 5, wir haben 250.000 Stück produziert, aber brauchen eigentlich nur 15.000 im Monat. Was ist denn hier passiert bei Soundblue 5? Da gehen wir nochmal kurz in die Details und da haben wir lange Zeit wirklich gar nichts verkauft. Fragt mich nicht, wie wir das geschafft haben. Das ist auf jeden Fall nicht unbedingt in unserer... Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, wie wir uns das hier eigentlich vorstellen. So, es hat einiges an Funktionen, der Vertrieb ist auch in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass hier einfach kein Update mehr gemacht wird. Das ist einfach Soundblue, einfach hier oben Sound Editor. Genau, hier werden wahrscheinlich, hier wird noch ein bisschen Support gemacht, aber so ein richtiges Update wird hier nicht mehr gemacht, ne? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir machen hier noch ein Update bei Soundblue 5 natürlich. Ein richtig schönes Update für 2011. Final Pro 8, das ist okay. Damit wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen besser verkaufen können, ne? Ganz klare Sache. Das ist ein bisschen der Plan dahinter. Können wir es noch portieren? Ja, können wir. Tiger 3 und auch IntOS 2 sind so zwei Themen, die wir natürlich mit ansprechen müssen. Und ansonsten passt das erstmal, ne? Ansonsten, was auf jeden Fall auffällt, jetzt mit der Zeit. Früher war das hier ja maximal 10%. Wir sind hier bei fast 30% manchmal. Also was hier die digitalen Einheiten angeht. Also die werden auch immer mehr. Die physischen Einheiten werden weniger. Das ist natürlich auch für uns super relevant und auch interessant. Und dann lass uns mal schauen, was so ein bisschen die Portierung und auch dieses Update jetzt noch bringen. Ob es das Ganze jetzt besser macht. Ich will's hoffen. Ich will's natürlich hoffen. So. So, das Update. Kunst ist einfach schon fertig. Das hat ungefähr 2 Stunden wahrscheinlich gedauert. Aber das kriegen wir, glaube ich, relativ schnell hier hin. Wow, eine andere Firma ist vor uns mit Network fertig geworden. Das ist ziemlich unlucky. Aber wir haben ja jetzt ordentlich erweitert, was die Legal Teams angeht. Und Hardware ist halt jetzt schon am Start. Richtig, richtig gut. So, der 2D Blue Editor Nummer 7 ist gerade in die Beta-Phase gegangen. Sehr schön. Beta mal forschen. Beziehungsweise Legal Work hier betreiben. Ja, das kriegt ihr doch ganz gut hin. Ich würde aber auch eigentlich hier wieder sagen, wir fokussieren uns idealerweise um eins. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Es ist wirklich dieser Raum. Es ist wirklich dieser Raum. Moment. Steht hier irgendwas vor? Nee, nicht wirklich. Also in der Theorie dürfte das hier eigentlich keine Violation sein, weil das ist hier einfach nur eine Treppe hier runter. Und eine Etage drauf gibt es einfach nicht. Es gibt ja keine weitere Etage hier. Dann geht es langsam das Geld aus. Wie ist, wenn er Geld verdient? Freunde, einfach mal Geld verdienen. Wie viel habt ihr denn noch? 8 Millionen, oh ja. Kriegt ihr nochmal 40 von mir spendiert. Betriebssystem für Telefone, viel Spaß, macht mal was. Macht mal was, Freunde, macht mal was. Ja, I don't know. Also, das passt schon. Soundblue 5, da kam das Update jetzt. Jetzt hoffen wir mal. Was öffnen wir? Am besten wahrscheinlich Soundblue 5 genau hier. Soundblue 5. Einmal in die Details gehen und dann gehen wir mal kurz zum nächsten Monat. Springen wir mal in den Juli. Nee. Das Update hat wahrscheinlich nur dafür gesorgt, dass es nicht viel weniger wird. Wie viel verkaufen wir denn? 10.000 Einheiten im Monat. Ist okay, ne? Ist jetzt nicht besonders gut. Competition? Gibt es irgendwelche... Ja, es gibt sehr, sehr starke Competition einfach nur. Das sind wir.
Und dann haben wir einfach mal irgendwie ein halbes Jahr lang gar nichts verkauft. Und jetzt geht es ein bisschen wieder hoch. Which is, I don't know. Ich nenne es mal interessant. Es ist schon irgendwo interessant. So, hier können wir alles annehmen. Das schaffen wir ja in der Regel alles ohne Probleme. So, perfekt. So, jetzt aber vielleicht. Vielleicht braucht er einfach nur einen Monat. Vielleicht braucht er nur einen Monat. Nee, er braucht ja nicht nur einen Monat. Irgendwas ist überfällig. Der 2D-Editor. Er sollte im Juli kommen. Einstellungen. Ja. Clara Warner ist neu. Die hat die Punkte noch nicht. Die hat die Punkte dafür noch nicht. Ich würde es aber auch ungern selber übernehmen. Du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Ich glaube nicht. Ist natürlich jetzt alles überfällig. Es sind wieder 5 Leute in Ruhestand gegangen. Aber niemand ganz so Wichtiges. So, dann gehen wir mal nochmal runter zu Legal Work und dem ganzen Spaß. Das sieht aber immer noch in Ordnung aus. Ja, und wie gesagt, ist einfach nur noch diese eine Portierung, die ganz, ganz weit unten. Finden wir die? Finden wir nicht. Nevermind. Wo ist sie denn? Für Sound Blue 5. Ist die hier oben bei? Ha, die ist hier oben bei. Geht auch recht schnell. Wollen wir uns eigentlich auch kurz mal fokussieren drauf. Dass ihr das in diesem Monat vielleicht sogar noch hinkriegt. Weil IntOS 2 ist doch nochmal eigentlich eine ganz wertvolle Geschichte. Da sind nochmal 1 Million Leute mehr, die das dann kaufen könnten. Ja. So, und jetzt warten wir wieder auf die Veröffentlichung. Sobald wir hier fertig sind mit der Veröffentlichung, dann kann man sich das hier auch wirklich wieder angucken. Aber vorher kann man sich das wirklich nicht angucken, was wir hier gemacht haben. Die Portierungsteams haben technisch gesehen auch nur noch den Anti-Blue 9, den sie wirklich portieren müssen. Also das ist auch voll in Ordnung. Aber wir lassen das mit der Portierung hier mal erstmal sein. Wir gucken uns das vielleicht mal nicht noch die ganze Zeit an. Was wir uns angucken, ist aber unsere... Ja, die Anwälte sehen sehr, sehr gut aus. Die sehen ziemlich gut aus. Wir haben 6 Anwaltsteams, aber es reicht, glaube ich, trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr. Machen wir noch ein weiteres? Ein weiteres geht noch, oder? Ups. Hier sind sie. Krude Anwälte 6. Anwälte 7 fehlt jetzt quasi. Ist noch drin? Ja. Nice. Krude Anwälte 7 hinzufügen. 6 arbeitet morgens. Das heißt, ihr arbeitet bitte abends. Könnt auch überlegen, dass man sagt, pass mal auf, Freunde, ihr müsst auch wieder eure 8 Stunden machen. Könnte man überlegen. Hätte ich jetzt nicht ganz so viel gegen, muss ich gestehen. So. Wir suchen 10 Service-Mitarbeiter, die alle richtig gut im Law sind. Die sind sie doch alle, oder? Das funktioniert doch, wenn ich das so eingebe, ne? Ja, das sieht sehr gut aus. Witzigerweise sind hier einfach nur 7 wirklich gut. Ah, du pickst sie niedrig. Das ist natürlich nicht gut. Du hast natürlich schon die guten. Du kannst natürlich leveln lassen, aber das macht natürlich für uns wenig Sinn, da wir hier eigentlich immer nur die Top-Leute brauchen. Nur Top-Leute. Das sieht gut aus. Für Nummer 7. Kann ich auch einfach eine 7 eingeben? Ja. So, Law. Wäre gut, wenn du ein bisschen Law schon kannst. Du kannst es. Du auch. Du nicht. Du bist aber richtig krass ansonsten. Big Brain. Ja, wäre schon krass. Aber bringt uns nicht ganz so viel, da er in einem Law-Team arbeiten soll. Und super Fokus. Hypochonder, ja, wir nehmen dich trotzdem wahrscheinlich, oder?
Ihn könnten wir noch nehmen. Unfazed. Fast Learner. Ferrari Coaches. Nehmen wir dich. Komm. Mitarbeiter. Falsches Team. 7 möchte ich mir natürlich anschauen. Arbeitsfelder ändern. Alles raus außer Service. Perfekt. Und dann kann man dir schon mal in Aufgaben sagen: Legal Work. Alles, was wir hier zu tun haben. Und HR bist du eingestellt, ne? Ja. Zack. Und direkt 8 Leute da. Perfekt. So, damit haben wir dann endlich den 3D5-Editor. Das ist doch der überflüssig ist. Nein, der 2D ist natürlich überfällig. Aber 3D ist veröffentlicht worden. Wir schauen mal rein. Eigentümer. Was? Achso, nee, wir sind natürlich der Eigentümer. Wo wollen wir reinschauen? Hier, 3D-Editor. Nummer 5. Hervorragend. Inspiring, was die Kreativität angeht. Das ist doch ganz, ganz solide. Wir setzen das mal wieder auf 125.000. Jep. Das ist, glaube ich, in Ordnung. 500.000 wären da zum Verkaufen. Portierungen. Ja, wären auch durchaus möglich. Wenn wir uns das vielleicht einmal vorher anschauen, wer hat denn Zeit für Portierung? Antivirus hat noch Zeit, Sportspiel hat noch Zeit und der 3D-Editor selber hat natürlich noch Zeit. Also, Sportspiel ist schon drin, sehr schön. 3D und was haben wir noch gesagt? Antivirus. Ah, ist auch schon drin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann, ja, ihr 3 auf jeden Fall. Cuckoo Systems 2 auch. Warum denn nicht? So. Und dann lassen wir sie mal ein wenig portieren. Einem natürlich auch noch. Das Cuckoo 3 natürlich auch noch. Finish. Ja. Unsere Anwälte haben so viel zu tun. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Oberhammer. Fokussiert euch mal bitte da drauf. Also, du willst eine Gehaltserhöhung, das ist klar. Nehmen wir mit. Darfst du auch bekommen. Software Times. 3 von 5. Uiuiui. Wie schafft ihr das? Knocked it out of the park und wir sind known around the world und du kriegst trotzdem nur 3 von 5. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, wir sind mal wieder im letzten Jahrhundert angelangt. Liegt es eventuell an unseren Frameworks? Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das Problem hatten wir beim letzten 3D-Editor auch schon. Bevor du hier Nummer 6 hier anfängst, machen wir kurz auf Pause. Du willst ja sofort loslegen. Aber wir drücken mal ganz kurz hier auf Abbrechen. Wo haben wir das? Abbrechen. Und dann sagen wir eigene Veröffentlichung. 3D5. Fortsetzung. Kann das sogar der Tochtergesellschaft geben? Wahnsinn. Advanced. Ja. Obwohl es nicht mal ein Framework hat. Wie schaffen wir das denn im letzten Jahrhundert zu sein? Ohne Framework. Wir machen trotzdem Framework. Wir machen neues Framework. Was wäre ein Existing? 3D-Frame von uns, von 1990. Was natürlich, ja, nicht mehr gut wäre. Machen wir ein neues Framework. 3D-Frame. Again. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es nicht benutzen. Wir haben unendlich viel Wasted Interest. Warum benutzt du denn diese krassen Sachen nur?
verstehe es noch nicht. Ich meine, das Wasted Interest ist ja durchaus irrelevant für mich. Können wir das alles bitte mit reinnehmen? Wenn ihr euch hier schon Mühe gebt, dann auch richtig. Autobalance. Wer wird Lead Designer? Ernsthaft? Du? Ja, warum nicht? Das ist schon okay. 71-92%. Jetzt könnte man auch Nancy hier nehmen. Komm, wir probieren es mal mit Nancy. Ja, ist very complex. Das ist auch in Ordnung. Und dann machen wir 3D-Editor. Einstellungen, das passt. Use Frameworks. Wir drücken mal bei Use Frameworks jetzt auf Ja dazu. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Wichtig ist, dass hier unser Betriebssystem hier irgendwann mal ankommt und auch gut wird. Wait a second. Fürs Update oder was? Braucht ihr hier inzwischen Künstler dafür? Wir machen mal beim Update-Team, packen wir mal die Künstler mit rein. Künstler. Ja, fehlten beim Update-Team. Wahnsinn. Ich hätte jetzt nicht mitgerechnet. Dass ihr die allen Ernstes sogar auch noch braucht. Genau. Ansonsten, das passt, ne? Anwälte 7 sind auch dabei. Sehr gut. So. Wenn wir jetzt natürlich noch das hier automatisieren könnten, wäre es natürlich auch richtig krass. Bitte zu ziehen. Einfach mal komplett hier reinballern. Oh, hier sind, glaube ich, Worgen Gollhorn-Dingens hier. Der war, glaube ich, Teamleiter, oder? War er nicht. Okay. Never mind. Ich dachte, das wäre ein Teamleiter gewesen. Wieder 7 Leute in Ruhestand gegangen. Aber wir können sie ja Gott sei Dank relativ gut immer wieder neu ersetzen. Ein paar sind unhappy. Jojo, jojo. Toiletten haben wir auch keine. Zu auch. Finish. Warte mal, ihr habt doch nur 2 Teams, die sich darum kümmern. Barbara will wieder ein Angebot haben. Hier kümmern sich gerade nur 2 Teams darum. Warum? Die Aufgaben sollten überall gleich sein bei euch. Ihr solltet eigentlich alle die gleichen Aufgaben haben. Zack. In erster Linie das hier fertig kriegen. Das ist der Wahnsinn, wie schnell die auch sind. Komm mit dem Patentieren nicht hinterher. So schnell forschen wir. Das dürfte es eigentlich auch nicht sein. Ich hoffe, wir schaffen wir das heute noch? Das wäre großartig. Das wird ziemlich, ziemlich großartig. Hier haben wir wieder was zum Hosten. Und was zum Drucken. Die Druckaufträge dürften auch echt größer werden. Die dürften viel, viel größer werden. Wie sieht's aus? Hier haben wir noch 250. Oh Mann. Soundblue 5 war hier, ist ja auch ein richtiger Reinfall. Und wir haben den 2D7 endlich rausgeholt. Und ich weiß jetzt schon, was die sagen werden. Sie haben sich da jetzt aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also sie wollten das ja schon vor Ewigkeiten rausbringen. Was ist denn da passiert? So, wir portieren sofort. 2D-Team hat jetzt natürlich auch Zeit. 2D-Team. Kriegen wir das eigentlich irgendwie so hin, dass wir nur die beiden dabei haben, oder nur die 3 und? Wahrscheinlich nicht, ne? Und Portierung hier oben. Hinterher nochmal den. Sehr schön. Oh, die brauchen echt lange, ne? Brauchen echt lange zum Patentieren. Wie kam es überhaupt an? Großartig. Ach, endlich mal wieder was großartig ist. Druck starten. 125.000. Wir starten mal mit dem Druck. Es müssten ja irgendwie 500.000 durchaus vorhanden sein. So ist es nicht. Ja, 500.000 sind vorhanden. 508.000 sogar. Warum auch immer. Oh, 0 Uhr.
30.000 Stück nur verkauft. Das ist aber auch schon wieder ganz schön wenig. Nee, das kann nicht sein. Momentchen mal. Wie viel haben wir verkauft? Tatsächlich nur 37.000 Stück, aber 32.000 Stück. Also die digitalen Einheiten, die klatschen ja richtig rein. Und jetzt wird es sich wahrscheinlich 4 von 5, 3 von 5. Ah, okay. Which is a shame, because you should probably buy another product. Thanks. Ja, okay. Das ist natürlich 50% nur noch an physischen Einheiten. Die Frage ist natürlich bei unserer digitalen Vermarktung, was das hier ausmacht. Plattformen aktiv. Bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Bedeutet das, dass ich dadurch auch die anderen Plattformen mit meinen eigenen Produkten diene? Oder mache ich das nur wirklich mit meinen eigenen und die hier dann auch nochmal mit meinen? Also die hier laufen natürlich nur bei mir, wahrscheinlich. Die Unternehmen. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Auch schon lange kein Update hierfür mehr gemacht. Lasst uns das mal wieder, das Tech-Level mal wieder ansteigen lassen. Das wäre ganz gut. 70.000 Nutzer, aber es nutzen auch alle sofort. Schauen wir mal, was der zweite Monat bringt. Server ist überlastet. Was zur Hölle? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wahrscheinlich, weil die Burglars gerade unsere Server geklauen, oder? Hier waren noch Server drin. Nice. Ja, jetzt wird es ausnahmsweise mal ein bisschen teurer. Oh, gucken wir mal. Ja, und wir sind wieder bei 35%. Alles gut. Ich wollte schon sagen, also das irgendwie... Oh Mann. Wirklich? Wirklich 3D? Doofe andere Firmen. Ganz viele doofe andere Firmen. Es ist ja frech. Außerdem braucht man ja wirklich viele Teams, ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Unlucky. Achso, wir wollten uns den zweiten Monat noch anschauen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Achso, weil der noch gar nicht angefangen hat. Allgemein, ja, was die Nutzerzahlen angeht, ist es okay, aber ich glaube, wir waren auch noch nie irgendwie bei aktiven Nutzern bei 1 Million oder so. Was eigentlich doch mal ein langfristiges Ziel sein sollte. Hier so 1 Million Nutzer, das haben wir uns eigentlich schon verdient. Apropos, wir machen ja immer noch Werbung hier für Grün und Grau. Welches noch 114.000 Nutzer hat, aber wir können es eigentlich mal beenden. Coco Systems, Grün und Grau. Ist immer noch allgegenwärtig. Coco Systems 2, 40.000 Nutzer. Ja, solange wir es halt noch benutzen, ne? Ist das schon in Ordnung. So, da unten ist das Update. 97, 98, 99, 100. Sagt er. Komm. Finish. Alles klar. Sehr schön. Blaubüro 3 war auch nur gut zum Beispiel. Hervorragend, großartig. Ich schätze mal, großartig wird nochmal die Stufe besser sein. So, und jetzt wollen sie wieder alle mehr Geld. In Ordnung. Wurde mehr. 48.000 Einheiten. Ja, damit können wir leben. Damit können wir durchaus leben. Und wenn wir jetzt natürlich noch die Portierungen hier hinkriegen, möglichst alle, sieht das doch ganz gut aus. Ja, die Portierungen müssen natürlich sein, die ich mir natürlich immer noch nicht gerne angucke. Aber doch. Die meisten haben wir jetzt geschafft. Hier wird noch was portiert. Hier werden noch 2 Portierungen fällig. Das haben wir schon. Und hier ist noch eine. Also das geht. Die Portierungen haben wir soweit im Griff, würde ich meinen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit den Frameworks. Müssen wir natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Das ist natürlich klar.
Also, die 3D-Editor-IP hat 40 Millionen. Das ist ja nix. Also täglich angespielt hat deutlich... täglich angespielt, angeschwitzt. Grüße an täglich angespielt an der Stelle. Täglich angeschwitzt ist natürlich deutlich besser gewesen. Oder täglich wirklich teurer geworden. Oder gewesen, meine Güte. Jetzt haben wir's. Und ich möchte mehr Anwälte anstellen. Ich weiß nicht wieso. Ich will noch viel mehr Anwälte haben. Wir haben Grün und Kraut 2 veröffentlicht. Auch hier müssen wir jetzt natürlich portieren. Rollenspiel-Team. Die haben natürlich jetzt auch Zeit. Ja, hier muss... Oh ja, hier müssen wir ganz, ganz dringend portieren. Ganz, 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 ganz dringend. So, ansonsten, wie ist das Spiel? Steht das hierbei, wie gut das ist? Hervorragende Qualität, nehme ich mit. Druck starten. 120.000. Schauen wir mal, wie viele wir denn hier wirklich verkaufen. Ich schätze mal auch so wieder so 30.000 Stück, kann ich mir vorstellen. Ja. Nochmal ein Patent. Und da ist gerade jemand wieder vor uns fertig geworden. Okay, wir brauchen echt mehr Teams. Ich weiß nicht wieso, aber wir brauchen noch mehr Teams. Janis Spark kriegt Royalties 5%. Ist in Ordnung. Gib dir nicht die komplette IP. Okay, ja, 9 Millionen gemacht. 100.000 Stück verkauft. Nevermind, richtig stark. Und Grün und Grau 2 braucht Künstler. Rollenspiel hier. Ihr braucht auch beim Update ab sofort Künstler. Das kann ja wirklich niemand erahnen. Beide bitte. Sechsfach. Wie habt ihr das denn hingekriegt? So, wie kommt's an? 5 von 5, 5 von 5, 4 von 5. Das ist schon besser. Das gefällt mir. Angebote. Die gefallen mir nicht. Zu viel Supportaufgaben. So. Bildung. Haben wir hier noch irgendwelche Teamleiter? Ja, Jenny Franklin zum Beispiel. Aber auch so jemand wie dich. Ja, Multitasking. Nehmen wir mit. Heriberto Rios, auch ein geiler Name. Multitasking. Katrina Pitts. Multitasking. Die sind nicht ganz so wichtig. Bettina Woods. Oh, HR fehlt hier sogar noch. Gut, dann bekommst du HR und Multitasking. Sehr schön. Und Reda Perez noch. Multitasking. Schön. Das sieht doch alles ganz vernünftig aus. Das Einzige, was nicht vernünftig aussieht, ist die Legal Work. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich crazy. Die Grün und Grau IP wird uns für 19 Millionen wollen sie uns die abkaufen. Das reicht uns natürlich nicht. Wir verkaufen keine IPs. Denn es sind unsere IPs. Optional können wir natürlich auch sagen, okay, wir verkaufen Grün und Grau für 20 Millionen und starten eine neue. Das ist durchaus möglich. Aber liegt, glaube ich, auch nicht unbedingt in unserem Interesse zu machen. Gute Anwälte 7. Und wir haben 100.000. And it stares between them. Ich bleib dabei, das ist eine Frechheit. Da sind Stairs. Da sind doch überall Stairs. So. Es ist doch mal geil, wie sich irgendwie 30 Leute krank melden. Aber gut, wir sind inzwischen auch echt eine große Firma. Wir haben inzwischen 3 Gebäude, die wir hier benutzen. Und das ist natürlich nicht ohne. So, November. Hoffentlich diesen Jahres. Ich würde ganz gerne... 2014. Wir sind in der Beta-Phase. Okay, das ist schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal ganz gut.
Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Das gefällt mir. Dann ist das endlich soweit. Oh, ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig auf unser drittes Betriebssystem, was auch gar nicht lang gedauert hat. Und mit gar nicht lang meine ich viel zu lang. Wieder viele Leute im Ruhestand, alles gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teamleiter in den Ruhestand geht, ist natürlich geringer. Von daher geht das. Finish. Jo. Wir brauchen mehr. Wirklich noch mehr Teams. Weil ihr wirklich langsam seid. I mean, ihr müsst 6 Sachen gleichzeitig machen. Aber wenn ihr euch mal immer auf 1 konzentrieren würdet, das würde mich schon sehr glücklich machen. Aber es reicht ja trotzdem nicht, ne? Lass uns nochmal gucken, ob wir hier irgendwo nochmal einen Raum haben. Ja, ich weiß schon. Zack. Das macht natürlich einiges aus. Wenn ein komplettes Team irgend sonst wo arbeitet die ganze Zeit. Ne, hier ist natürlich nichts mehr frei. Haben wir hier noch was frei? Hier sind Meetingräume. Ne, das sieht gut aus. Aber wir haben natürlich hier hinten mehr als genug frei. Ich könnte überlegen, hier links, rechts und in der Mitte von mir aus nochmal 3 weitere Teams reinzusetzen. Ah, dann wird es auch schon ein bisschen viel, ne? Aber egal. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Anwälte und das bedeutet, wir machen hier auch mehr Anwälte. Oh, oh nein. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Na gut, dann nochmal neu. Die Crew der Anwälte. Nummer 9. Und Steuerung C. Und Steuerung V. Und Nummer 10. Wir haben 100 Leute dann, die dann in den Bums hier arbeiten. Wait a second. 8, 9, wo ist 10? Ah, lol. Ja. Das funktioniert natürlich nicht. Möchte ich nicht da oben haben. 910. Ach Gott. Sehr schön. So, HR Management. Das können wir natürlich alles wieder gleich machen. Service 10 Leute. Spezialisierung. Alles raus. Nur Law bitte. Ihr sollt das haben. Hohe Qualität. Das passt. Dann machen wir hier 12 Monate. Ihr kommt alle morgens um 7 und geht alle um 14 Uhr. Ich könnte auch um 15 Uhr gehen. Ihr dürft länger arbeiten. Ihr seid noch nicht so lange im Team. Das passt, das passt. Das bedeutet, wir brauchen neue Leute. Führungskraft Service, HR Socializing. Das sieht gut aus. Dann schauen wir mal nach jemand, der Law kann. Vicky Sanchez zum Beispiel. Kann Law. Wir brauchen das 8er Team. Eingestellt. Julie Turner kommt ins 9er Team. 9. Eingestellt. Und Nicholas Ryan kommt ins 10er Team. Also 910 natürlich einstellen. Dann Mitarbeiter. Jupp. Die jüngsten 3 Mitarbeiter, alle 3. Team zuweisen. Nee, das ist falsch. Arbeit, Teamleiter und Teamleiter und Service. Okay. Raus. Und dann schauen wir mal. Ihr kriegt wahrscheinlich relativ schnell eure Leute zusammen. Genau, und dann kriegt ihr natürlich noch Aufgaben. Legal Work, Legal Work, Legal Work. Theoretisch gibt es 5 Legal Work Aufgaben. Theoretisch müsstet ihr die alle haben.
Es gibt welche, die haben nur 3. Finde ich fair, finde ich unfair. So. Wenn das jetzt nicht mal schnell läuft, also ab morgen möchte ich hier das Ding hier fertig sehen. Achso, lol. Es gibt zu viele Teams in ihren Räumen natürlich. Teams wechseln. 8. Teams wechseln. 9. Und 10. Wo ist das jetzt rot? Was ist hier passiert? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Warum ist das jetzt gerade rot geworden? Ah, lol, ich weiß warum. Weil die hier nicht reinkommen, oder? Teams wechseln, Pass-through erlauben. What? Ja, daran lag's. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Patent nehmen wir mit. Nächstes Patent. Einmal Fokus, 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 Fokus. Nehmen wir mit. Manufacturing haben wir, glaube ich, alles gemacht, ne? Genau, das haben wir eingestellt. 125.000 ist das Ziel. 300.000 haben wir schon hier auf Halde. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Nächstes Jahr wird's viel besser. Ich bin mir sicher. Nächstes Jahr wird's viel, viel besser. Oder so. So, dann gucken wir uns doch die letzte Kündigung an. Alles gut aus dem Port-Team. Wir haben noch ein paar Druckaufträge, die können wir noch eben annehmen. Sehr schön. 34 Millionen für Grün und Grau. Immer noch zu wenig. Für uns ist das doch immer noch zu wenig. Ist auch großartig, dass wir das auch... Sie haben bis Dezember Zeit. Ja, es ist fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber was noch fertig ist, ist die nächste Folge. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Euer Kopflu.